Hallo und herzlich willkommen zu den OFTV News. Es ist bereits die 34. Ausgabe des beliebten Treffpunkts. Mehr als 160 Aussteller bringen Vielfalt und Originalität auf das Offenbacher Sammelsurium. Initiatorin ist Ursula Mehrbach, die sich von Künstlermärkten in der ganzen Republik inspirieren ließ. Handwerker, Künstlerinnen und Künstler sowie Besucherinnen und Besucher kommen aus der ganzen Republik und aus den Nachbarländern zur Stadthalle am Nassen Dreieck. Das erfüllt mich. Das ist eine Leidenschaft von mir, den Markt zu organisieren. Wichtig ist uns, dass wir von diesem Markt selber begeistert sind. Dass wir als selber Künstler einen Markt von Künstlern für Künstler veranstalten, für den wir eine Auswahl der Besten aus allen Bereichen von Mode, Handwerk, Schmuck, Gestaltung, angewandter und auch reiner Kunst zusammenbringen. Weißt du was? Das muss man sagen hier, die Maus, die mobbt mich. Ich war immer wieder fasziniert von Sachen, die sich bewegt haben. Gegenstände haben einen Schwerpunkt und wenn man den in diesem Schwerpunkt lagert, dann bewegt er sich völlig schwerelos fast, weil er im Gleichgewicht ist. Ach, ich bin Taucherin. Ich liebe einfach das Meer und hatte eigentlich als allererstes eine riesengroße Sammlung von Muscheln und Schnecken aus aller Welt zusammengetragen. Und dann habe ich mir gedacht, und jetzt kaufe ich mir die Maschine und mache das Ganze in Silber. Sie haben hier 420 dreizeilige Kurzgedichte und durch das Schneiden kommen Sie auf über 1,2 Millionen Kombinationsmöglichkeiten. Die faszinieren mich immer wieder. Diese Python-Ketten. Die kommen ganz normal aus Thailand, aus Farmen. Gibt es Papiere dafür, ist alles legal. Die werden dort gezüchtet, wie bei uns die Schweineln und Rindviecher. Und der Knochen ist der Abfall oder sonst das Fleisch wird verwertet und die Haut auch. Also ich habe ganz viele Kundinnen, die kaufen sich die erste Tasche. Und dann kommen die jedes Jahr wieder, holen sich einen neuen Deckel, holen sich neue Zwischenteile, um die Tasche verändern zu können, weil sie sich ein Kleid gekauft haben in einer besonderen Farbe. Ja, mich faszinieren die Faltungen, weil dieses Licht- und Schattenspiel, was da drin steckt, also bei jeder Bewegung ändert sich die Faltung. Dann ist der Edelstein perfekt. Aufgeschliffen, ja. Nach dem Artenschutzabkommen musste sich die Elfenbeinschnitzer leere Alternativmaterialien überlegen, weil sie durfte ja kein Elefantenelfenbein mehr verarbeiten und dann ist ihnen die Nuss wieder eingefallen. Die Elfenbeinschnitzer Schüler fangen mit dieser Nuss im ersten Lehrjahr an, das Handwerk zu erlernen, weil die relativ günstig ist im Vergleich zu Mammut und Elfenbein. Rund 120 Bahnhöfe will das Land Hessen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn und den Verkehrsverbünden modernisieren und barrierefrei machen. Heute wurde dazu eine Vereinbarung getroffen. Das Land Hessen übernimmt die vollständige Finanzierung für den Umbau des Offenbacher Hauptbahnhofs. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht für die vielen Reisenden, die tagtäglich den Bahnhof nutzen, sagt Offenbachs Bürgermeisterin Sabine Groß. In Zukunft wird man die Züge ohne Hindernisse auch mit dem Rollstuhl, dem Kinderwagen, mit schwerem Gepäck oder dem Fahrrad erreichen.
Soziale Medien, Fake News und Sicherheit im Internet. Mit diesen Themen beschäftigen sich die Teilnehmenden im Projekt Digitol der Pro-Arbeit im Kreis Offenbach. Ziel ist es, unter 30 und über 55-Jährige für die Digitalisierung fit zu machen. Als erstes Projekt ist das digitale Café gestartet, in dem ältere Bürgerinnen und Bürger soziale Medien unter fachkundiger Anleitung kennenlernen können. So geht es am Dienstag im Seniorenzentrum in Dietzenbach um die größte Website der Welt, Facebook. Junge Referentinnen und Referenten vermitteln in gemütlicher Atmosphäre ihr Wissen rund um soziale Medien, Smartphones und Tablets. Zugeschaltet ist uns jetzt Paul Gerhard Weiß, der Dezernent für Bauen, Bildung und Ordnung in der Stadt Offenbach. Hallo und herzlich willkommen, Herr Weiß. Hallo, schönen guten Tag. Herr Weiß, Sie sind auch zuständig für den Weihnachtsmarkt in Offenbach und die Lederstadt ist ja eine der ganz wenigen in der Region, die eben noch einen Weihnachtsmarkt veranstaltet. War das schwierig, das durchzubekommen oder Business as usual in diesem Jahr? Nein, natürlich nicht Business as usual, aber ganz so alleine stehen wir nicht. Der große Nachbar Frankfurt macht auch einen Weihnachtsmarkt und die anderen kreisfreien Städte auch. Aber natürlich mussten wir unter besonderen Bedingungen und mit besonderen Anforderungen planen. Die Inzidenz liegt heute bundesweit bei 340, in Hessen bei 215. Offenbach Stadt hat 302 Infizierte umgerechnet und der Kreis Offenbach 273. Machen Sie sich da nicht Sorgen um die Ansteckungsgefahr auf so einem Weihnachtsmarkt? Also Sorgen um Ansteckungsgefahr muss man sich auf jeden Fall machen. Wir müssen uns in unserem täglichen Leben so verhalten, dass wir uns möglichst geringen Risiken aussetzen. Aber das Infektionsrisiko ist in geschlossenen Räumen natürlich wesentlich größer als im öffentlichen, freien Raum an der frischen Luft. Und auf unserem Weihnachtsmarkt haben wir es schon bisher so vorgesehen, dass wer sich in so eine Hütte begibt und dort mit mehreren Personen zusammen eng sitzt, der 2G-Regel unterworfen ist. Damit haben wir schon einiges getan, damit das Risiko möglichst eingeschränkt werden kann. Ab Montag soll ja das Gelände eingezäunt werden. Die Leute, die Besucher sollen kontrolliert werden. Das werden sie aber eigentlich doch jetzt schon. Ist das nicht sicher genug ohne so einen vielleicht doch hässlichen Zaun? Ja, darüber ist auch diskutiert worden. Richtig ist, die Stadtpolizei schaut schon jetzt sehr genau drauf und achtet auch darauf, dass es nicht zu voll wird. Aber mit dem Zaun wollten wir uns natürlich auch präparieren für gesetzliche Regelungen, die kommen können jetzt, was den Zugang zu einer solchen Veranstaltung überhaupt betrifft. Wenn also es Regeln gibt, dass man getestet, geimpft, genesen ist beispielsweise für den Zugang überhaupt, dann muss man das natürlich mit einer Zugangskontrolle sozusagen auch versehen und muss die Eingänge entsprechend darstellen. Und deshalb reagieren wir jetzt mit dem Zaun. Wir haben das immer als Möglichkeit mitgedacht. Jetzt ist die Entwicklung so, dass wir es halt auch machen müssen. Der Weihnachtsmarkt ist ja eine ganz wichtige Institution in Offenbach, hat eine lange Tradition. Wie stark war denn das Bedürfnis, das vielleicht auch Ihnen vorgetragen worden ist, dass man doch so ein Stück Normalität gerade jetzt vor Weihnachten haben kann? Ja, dieses Bedürfnis ist da in der Bevölkerung. Das ist von vielen Menschen artikuliert worden. Übrigens auch von Schulen, Kindergärten und so weiter, dass man doch mal wieder eine Möglichkeit haben soll, auch so eine Veranstaltung besuchen zu können, einfach mal drüber zu schlendern
und sich zu treffen. Das ist ja auch ganz verständlich. Wir müssen es halt unter den Gegebenheiten und bei dem derzeit doch deutlich gestiegenen Infektionsrisiko vorsichtig machen und den ganzen Weihnachtsmarkt auch so aufstellen. Jetzt hat Offenbach nicht so diese typische Fachwerkkulisse, wie man sie oft von Bildern kennt. Was sagen Sie, was macht den Reiz des Offenbacher Marktes aus? Es ist ein Treffpunkt, ich sage das mal so. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, das ist vor allem Verzehr, Essen und Trinken. Aber das stimmt, das ist bei uns sehr viel stärker ausgeprägt als andere Stände. Aber das gibt eigentlich und korrespondiert mit dem Anspruch, sich dort vor allem zu treffen, mit anderen Leuten zusammen etwas zu essen und zu trinken, sich auszutauschen. Mhm. Und die Kulisse und das Ambiente, das ist in den letzten Jahren auch deutlich besser geworden. Man hat an der gesamten Gestaltung gefeilt und der Weihnachtsmarkt ist so, wie er ist, sehr beliebt. Okay, dann hoffen wir, dass er das bleibt und dass alles gut geht in diesem Jahr. Herr Weiß, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Das war Paul Gerhard Weiß, der Dezernent für Bauen, Bildung und Ordnung in der Stadt Offenbach zum Weihnachtsmarkt in der Lederstadt. Bei uns zu Gast im Studio ist heute Heinz Sporek, der Leiter des Repair-Cafés in Rottgau. Heinz, herzlich willkommen hier bei uns bei OFTV. Schön, dass wir mal uns unterhalten können über diese Einrichtung in Niederroden im Sozialzentrum. Wenn der Mixer nicht mehr mixt, wenn der Föhn nicht mehr trocknet oder ja, das Radio nicht mehr spielt, vielleicht auch der Plattenspieler nicht mehr spielt, dann kommt ihr ins Spiel. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dann ist der Fachmann, der Experte, das Fachgeschäft an der Ecke, an der Reihe. Warum seid ihr da? Nehmt ihr denen nicht die Arbeit weg? Gewohnt waren wir eigentlich aus der früheren Jugend her, dass man zu dem Reparateur ging und sich sein Gerät ursprünglich hatte reparieren lassen. Und zu damaligen Zeitpunkt gab es ja auch Ersatzteile. In den letzten Jahrzehnten und in der Vergangenheit kam die Industrie auf die glorreiche Idee, indem das ganz erschwert war, Ersatzteile zu bekommen, für zumal Geräte etwas der Garantie entlaufen sind. Du bist Feinmechanikermeister, warst in der Konstruktion und Entwicklung von Anzeigeninstrumenten beschäftigt. Da ist man dann schon mal so auch mit dem kleinen Feinen ganz gut auf Du und Du. Was habt ihr denn da am meisten zu tun in diesem Repair-Café? Was kommt denn am meisten, was bringen die Leute? Aber per letzten Stand, da wir zurzeit momentan seit 2 Jahren fast Corona-bedingt nicht werken können, leider, da war hauptsächlich, das war schon schmunzelnd für uns, Kaffeemaschinen und Bügeleisen. Das war so die Häufigkeit. Okay. Ja, zumal auch deshalb, weil die meisten erzählen, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe und will mir das reparieren lassen, dann bekomme ich meistens die Aussage, lohnt sich nicht, kauf dir ein neues. Ja. Ja. Aber in vielen Fällen ist dem nicht so. Ja. Ja. Man kann, auch wenn man improvisieren kann, und das ist auch hauptsächlich auch unsere Aufgabe, und inzwischen ist es auch so weit gekommen, und das ist sehr, sehr erfreulich, bedingt durch die Vielzahl der Repair-Cafés, die deutschlandweit und jetzt entstanden sind, ist die Industrie an die glorreiche Idee gekommen, dass man auch mit Ersatzteilen Geld verdienen kann und infolgedessen können wir auch Ersatzteile doch beziehen. Das heißt, ihr habt eine richtige Wirkung auch für die Wirtschaft. Das haben wir, das sagt indirekt, ja, das Recht auf Repair, das haben wir im Grunde genommen mit in die Wege geleitet. Und sorgt ein bisschen auch dafür, dass es weniger Müll gibt. Ah ja, selbstverständlich, Nachhaltigkeit, ja, eindeutig, die ist ja vorhanden. Mhm. Die jetzt habt ihr, sagst du, schon in Corona-Zeiten geschlossen. Ich habe mir gedacht, naja, so ganz viele Leute seid ihr vielleicht nicht. Eigentlich könntet ihr doch weitermachen, jeder so an seinem Platz. Ja, das kennten wir theoretisch. In der Praxis kommt es so vor, dass die Verordnung uns mit Masken arbeiten
lässt, nicht nur uns, sondern auch unsere Gäste, die da hinzukommen. Hinzu kommt, dass die Geräte oder die Gerätschaften, was auch immer, auch das Werkzeug, ja, desinfiziert werden muss. Hinzu kommt, dass wir in den Räumen, wo wir momentan uns befinden, das ist im Keller im Sozialzentrum in Niederroden am Pistorplatz, ja, nicht lüften können. Und wir hatten uns mal alle zusammengesetzt, sprich die Starke Hilfe e.V., und wir alle Reparateure und haben daran beratschlagt, was wollen wir, wie wollen wir es oder wollen wir überhaupt in der jetzigen Zeit. Sicherlich gibt es da Pro und Abe und Contra und desgleichen. Ihr habt euch dagegen entschieden. Aber wir haben es dann, sagen wir mal, für unsere Gesundheit entschieden. Ne? Zumal, ich kann niemand garantieren, wenn jetzt man da hinzukommt, ich kann auch niemand kontrollieren in der Form, wie das mal vor anfänglicher Zeit war. Ja, ist verständlich, und, denke ich. Ja. Und dann ist der Aufwand viel zu groß und die Zeit ist viel zu kurz für die Reparatur, die wir hätten. Vielleicht gehen wir mal davon aus, dürft ihr doch irgendwann mal wieder ganz normal arbeiten. Wo sind denn eure Grenzen? Also wo müsst ihr passen? Welche Dienstleistungen könnt ihr nicht erbringen? Also unser Slogan ist, alles was man tragen kann. Mhm. Hauptsächlich so Haushaltgeräte, Fahrräder. Also im Grunde genommen, ich nenne das so leichte Reparaturen. Mhm. Und wo sind eure Grenzen da? Also das ist eigentlich grenzenlos. Das ergibt sich vor Ort, ja, die Analyse infolgedessen, was kaputt ist. Es gibt selbstverständlich Reparaturen, die wir nicht bewältigen können. Das ist ja zweifelsohne. Ja, wo vornherein auch für uns, da ist die Rentabilität nicht vorhanden. Bedauerlicherweise müssen wir das dann auch den Gästen sagen oder dem Gast das mitteilen. Und viele haben Verständnis dafür. Ja, vielen Dank für die Darstellung des Repair-Cafés Rottgau, das ja auch vom Verein Starke Hilfe und von der Stadt Rottgau mit betrieben wird. Heinz, du hast noch was auf dem Herzen? Ja, ich wollte mich für die Hilfeleistung seitens der Stadt Rottgau, seitens der Initiativen, die uns unter die Arme gegriffen werden und für die Spenden, die an uns gerichtet werden, recht herzlich bedanken bei allen. Da schließen wir uns gerne an. Das war Heinz Borek vom Repair-Café Rottgau, das im Sozialzentrum am Pissoplatz in Niederroden untergebracht ist und im Moment Corona-bedingt pausiert. Das waren die OFTV-News. Gute Unterhaltung mit unserem weiteren Programm. Hier folgt jetzt die Wetteraussicht.